look. I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now, trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid. Hallo, willkommen zu meinem Video. Ich war letzte Woche ziemlich krank. Also ich bin seit 4 Wochen immer wieder am Kränkeln gewesen. Aber letzten Sonntag ging es richtig bergab. Und da habe ich einfach nur mein Handy genommen, den kassenärztlichen Notdienst angerufen und nur gefragt, hey, welcher Arzt hat heute Bereitschaftsdienst? Weil es mir so scheiße ging. Ja, bin ich dann ins Siloa Krankenhaus und da war eine Ärztin und die hat mir ein Antibiotikum verschrieben. Und ohne Scheiß, das hat mich gerettet. Das hat mich wirklich gerettet. Wir haben jetzt Freitag und es geht mir wesentlich besser. Ich werde heute nochmal zum Arzt gehen, um mein CRP nochmal zu kontrollieren, weil der wohl sehr hoch war. Das ist ein Entzündungswert für diejenigen, die das nicht wissen. Und ja, dann kann sie mir sagen, je nachdem wie hoch der Wert ist, wie lange ich das Antibiotikum noch nehmen muss. Dementsprechend habe ich aber auch viel in der Uni verpasst. Ich war die ganze Woche nicht in der Uni. Ich war nämlich im Bett und ich habe ganz viel Tee getrunken. Ich habe viele Serien geschaut. Ich habe auch auf Instagram so einen Fragensticker hochgeladen, wo ich nach Serienempfehlungen gefragt habe und da habe ich so viele Tipps bekommen. Also falls du dabei warst, ich danke dir. Das hat mir wirklich den Arsch gerettet. Ja, ansonsten werde ich jetzt, weil ich mich einigermaßen gut fühle, was für die Uni machen und ich muss wirklich viel aufholen. Deswegen dachte ich mir, ich hasse jetzt mal ein bisschen durch und dabei werde ich euch auch mitnehmen. Ja, ich habe gerade offiziell das Modul Geriatrie, also die Lehre des Alterns. Und ich habe wirklich bisher nur 2 Vorlesungen gemacht, weil ich es einfach, ja, nicht konnte. Weil meine Kräfte da einfach versagt haben. Deswegen werde ich das jetzt nochmal machen und ich muss 2 Aufgaben bearbeiten und die abschicken bis in 3 Tagen. Und das ist sozusagen eine Ersatzleistung dafür, dass wir keinen Unterricht am Krankenbett machen können. Das können wir wegen Corona irgendwie noch nicht machen. Gerade auf der Geriatrie, wo die Leute ja eh extrem gefährdet sind, macht das schon Sinn. Genau, und ich habe mich da halt noch nicht mit beschäftigt. Das werde ich jetzt tun. Also das kam mir sehr gelegen, weil ja, ich es eh nicht in die Uni geschafft hätte. Von daher echt gut, dass das jetzt so eine Ersatzleistung ist, dass ich das Modul trotzdem mitmachen kann. Mega cool. Ja, ansonsten war ich ein bisschen frustriert auch die letzten Tage, weil ich eben jetzt schon wieder 2 Wochen hinterherhänge mit dem Unistoff und mich stresst sowas dann sehr schnell. Genau, aber jetzt, wo ich mich besser fühle, habe ich auch gedacht, ich nehme mir das Wochenende Zeit, ein bisschen mehr dafür zu machen. Aber es ist erstmal die Hauptsache, dass man gesund ist. Das ist viel wichtiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Video wird viel mehr ein Food Diary als irgendwie ein Uni-Video. Ja, ich weiß nicht, als ich krank war, konnte ich auch nichts anderes filmen irgendwie. Ich hoffe, es gibt euch trotzdem ein bisschen Inspiration. Dieses Bild fällt mir gerade hier auf. Ich wurde letztens danach gefragt, warum ich da so anders drauf aussehe. Ich kann es euch zeigen. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich so Streifen auf meiner Stirn hier. Und das war eine Vorlesung im ersten Studienjahr, ja, wo ich eingeschlafen bin. Gut, ich hoffe, das hat jetzt die Frage auch ausreichend beantwortet. Ich bin gerade dabei, den ersten Fall hier zu bearbeiten und es geht um einen 103 Jahre alten Herr, der gestürzt ist und an der Schulter operiert wurde, dann einen Herzinfarkt hatte und auch bekanntes Vorhofflimmern. Und ich soll jetzt hier ziemlich viele Fragen zu beantworten. Vor allem ist das Hauptthema die Antikoagulation. Ganz ehrlich,
soll hier die Antikoagulation umstellen, also die Medikamente zur Blutgerinnung. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan, was ich hier machen muss, ey. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die Vorlesung noch nicht geguckt habe, weil ich krank war. Und das werde ich jetzt machen. Ja, ich schaffe das. Otto, schaffen wir das? Ja, natürlich schaffen wir das. Ich habe übrigens hardcore prokrastiniert gerade beim Lernen. Ich habe angefangen, die Vorlesungen zu machen. Dann hat meine beste Freundin mich angerufen. Dann haben wir eine Stunde telefoniert. Dann habe ich ein neues Küchengerät ausprobiert und habe gekocht. Dann habe ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Nichte bestellt. Prokrastinieren kann ich. Diejenigen, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen das, dass ich da echt Meister drin bin. Genau, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als wirklich zu lernen. Help, I lost myself again. But I remember you. Okay, Schluss mit lustig, auf geht's, ab geht's. Let's go. Okay, let's go. Jetzt eine Runde spazieren gehen, weil ich echt eine Pause brauche. Das fordert mein Gehirn ganz schön. Ja, deswegen genieße ich ein bisschen das Wetter und dann werde ich weitermachen. Ich bin jetzt zu meiner Hausärztin gefahren, beziehungsweise habe ich jetzt den Termin. Und bin ich die Einzige, die Medizin studiert und Angst vor dem Arzt hat? Peinlich irgendwie. Ja, also ich lasse jetzt meinen CRP bestimmen und bekomme meine Blutwerte und hoffe, dass ich mein Antibiotikum jetzt auch absetzen kann. Bevor ich hier hardcore ausgelacht werde, das ist ein Kostüm. Das ist ein Teufelskostüm. Ich bin gleich auf einer Halloween-Party. Eigentlich hat heute eine Freundin von mir Geburtstag, aber da kann ich leider nicht hin, weil ich dann pendeln müsste. Und das sind 2 Stunden Entfernung von hier. Und das passt nicht so gut, weil ich Montag wieder Uni habe und morgen meine Nichte besuche. Und ja, also Rika, falls du das hier siehst, es tut mir voll leid, dass ich nicht kommen kann. Ich hoffe, du hast einen richtig schönen Geburtstag. Das letzte, was ich gefilmt habe, war, dass ich bei meiner Hausärztin war. Und ja, mein CRP-Wert, also der Entzündungswert, der war leider immer noch bei 8. Ich meine, 8 ist besser als 19. Hatte ich ja Dienstag noch. Heute Samstag. Also gestern war der noch bei der bei 8. Oh Gott, bin ich durcheinander. Jedenfalls noch etwas zu hoch. Deswegen muss ich das Antibiotikum heute noch nehmen. Also heute nehme ich das letzte Mal das Antibiotikum. Und dann sollte es auch hoffentlich unter 5 sein. Aber auf jeden Fall hat sich was ganz anderes noch herausgestellt. Nämlich habe ich massive Mangelerscheinungen. Und das wusste ich nicht. Wie komme ich denn auch einfach nicht auf die Idee? Ich bin schon ewig lange extrem müde, extrem schlapp. Und ich habe halt immer gedacht, das ist normal. Das ist halt normal, dass man sich so fühlt, dass man halt schlapp ist. Und ja, man macht ja auch immer so viel. Und was man sich da nicht alles einredet, ne? Nee, ich habe massiven Vitamin B12-Mangel. Ich habe Eisenmangel und ich habe Vitamin D-Mangel. Dann habe ich Rezepte bekommen. Bin heute erstmal einen halben Marathon durch Hannover gestiefelt, um die Präparate zu suchen, weil ja die Apotheke, wo ich war, nicht alle Präparate hatte. Und letztendlich war ich in 3 verschiedenen Apotheken, habe es aber dann alles bekommen. Mega cool. Und jetzt bin ich gut versorgt. Ja, und dann hoffe ich, dass ich, wenn ich in 2 Monaten die Werte überprüfe, dass die ein bisschen besser aussehen. Ja, habe heute leider nichts mehr für die Uni gemacht,
Das heißt, ich kann euch da dementsprechend nichts Neues erzählen. Aber ich hoffe, dass ich das morgen noch machen kann, morgen früh. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit meiner Frise anstelle. Ich krieg's gar nicht raus. Oh, da war ja aber gar nichts drin. Ja, da kann sich mal wieder ein Vogel einnisten. Oh, scheiße. Ich sehe aus wie eine Hexe. Ich will aber nicht aussehen wie eine Hexe. Ich bin nämlich ein Teufel. Soll ich euch mal das Kostüm zeigen? Ich hoffe, man kann es erkennen. So sieht das aus. Und das Ding hat auch eine Kapuze. Carina hat so einen unglaublich geilen Kuchen gebacken. Zeig her. Tada! Boah, wie hast du das hingekriegt, ey? Das sieht echt gut aus. Es ist ein Dammriss. Okay. Ich habe rote Haare. Ich find's irgendwie cool. Na, Carina? Als was gehst du eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich gehe als Teufel, aber ich finde, ich sehe aus wie eine Hexe. Ich dachte, ich gehe mega weird und dann ist es auch gruselig. Das ist auch geschafft. Zu Hause und es ist gar nicht so spät, aber ich bin irgendwie echt nur Oma gerade im Moment. Ich glaube, dass ich einfach noch nicht so fit bin, wie ich dachte. Beziehungsweise doch, es geht mir gut, ich bin gesund, aber ich bin noch sehr müde und deswegen gehe ich jetzt schlafen. Aber trotzdem sehr schön, meine Freunde wiederzusehen. Guten Morgen, jetzt ist Sonntag und ich wollte euch noch kurz erzählen, was ich da jetzt für eine Aufgabe bearbeiten musste, also was ich da abschicken muss als Ersatzleistung für den Unterricht am Krankenbett. Eine Aufgabe muss ich auch noch machen bis morgen, da werde ich mich heute Abend aber dran setzen, denn ich möchte heute meine kleine Nichte besuchen. Ich habe die jetzt schon wirklich ein paar Wochen wieder nicht gesehen und dann habe ich extreme Sehnsucht, deswegen fahre ich da gleich hin. Die ist jetzt ein bisschen älter als 1,5 Jahre. So eine süße Maus. Also, in dem Fallbeispiel ging es ja um den sehr alten Herrn, der eine Schulteroperation hatte, der den Zustand nach Herzinfarkt hatte und nun ein bekanntes Vorhofflimmern hatte. Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, wo man immer sehr stark abwägen muss, ob man da eine Blutverdünnungstherapie beginnt oder nicht. Da gibt es auch verschiedene Hilfsmittel, nämlich so Scores, die man bestimmen kann, die Risikoabschätzung etwas erleichtern. Sowas sollte ich dann auch machen in den Aufgaben. Und das ist so ein Score. Ich blende mal den Namen hier ein, dann könnt ihr das mal googeln, falls euch das überhaupt interessiert. Genau, und da sind dann verschiedene Kriterien aufgeführt. Und je nachdem, welche davon zutreffen, hat man am Ende eine bestimmte Punktzahl. Und aufgrund dieser Punktzahl kann man dann bestimmen, okay, das Risiko ist sehr hoch, aufgrund des Vorflimmerns einen Schlaganfall zu bekommen. Genau, oder auch nicht. Und ja, in dem Fall war das so, dass ich die Antikoagulation auf jeden Fall angesetzt hätte bei diesem Herrn. Vor allem wegen des Herzinfarktes, der bereits passiert ist. Dann sollte ich ein paar Gründe aufführen, warum sollte man eine Antikoagulation beginnen. Und ich sollte auch Gründe nennen, warum man sie vielleicht nicht machen sollte. Denn auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch das Blutungsrisiko. Wenn man eine blutverdünnende Medikation gibt, steigt demnach auch das Blutungsrisiko und dann hat man ein weiteres Problem. Deswegen muss man da immer sehr stark abwägen. Und für das Blutungsrisiko gibt es auch einen Score, da kann man auch eine Risikoabschätzung machen und je nachdem, was dann dabei rauskommt, würde man dann abwägen. Wie ist so die Nutzen-Risikoabschätzung? Das beinhaltete so grob die erste Aufgabe.
bei der zweiten Aufgabe, ich habe nur kurz reingeschaut, da geht es um das Thema Herzinsuffizienz, um die COPD, ich glaube um Diabetes und Angststörungen. Ja, werde ich mich heute Abend dran setzen. Ich will das Video trotzdem schon beenden hier an dieser Stelle. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ich würde mich auch sehr über dein Feedback freuen. Du kannst mir mal sagen, ob das interessant ist, wenn ich öfter solche Inhalte teile. Oder allgemein, was möchtest du sehen auf meinem Kanal? Ich finde das manchmal schwer einzuschätzen. Deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn du deine Meinung dazu sagst. Genau. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und ciao.